Was geht ab, Freunde? Wir kommen heute wieder zu einer neuen Reaction hier auf diesem Kanal. Heute wieder eine neue Folge Are You The One? Reality Stars in Love. Und wir sind hier bei der 16. Folge. Dementsprechend natürlich gestern Folge 15 online gekommen. Wer die nicht gesehen hat, unbedingt anschauen. Also ich sag mal, die war auf jeden Fall krass und sehr emotional. Ich glaube, so kann man es ganz gut beschreiben. Wie gesagt, checkt die auf jeden Fall ab. Sommerhaus der Stars Folge 5 kam auch gestern online. Und ich möchte eigentlich gar nicht viel drum herum reden. Wir sind hier mitten in der Matching Night. So, wie viele Lichter gehen heute an? Also, ganz kurz, ne? Vielleicht noch mein Tipp, wollte ich gerade noch sagen. Maximal 5, aber es müssen eigentlich schon mehr als 3 sein. Es wäre natürlich dann sowieso Katastrophe, aber irgendwann müssen die sich ja mal steigern. Okay, 3. Kein Blackout schon mal. Es bleibt bei 195.000 Euro. Aber geht noch ein weiteres an? Oder bleibt es bei 3 Lichtern? Boah, das wär's ja. Wir hoffen einfach mal, dass mehr Lichter. Wenn die da nicht drüber kommen. Beim letzten Mal. Ja. Aha. Okay, 4. Oh, okay. Schieß, Alter. Die beiden. 4 Lichter. 2 hattet ihr sicher. 4 Lichter, Leute, müssen okay. Ein bisschen dran arbeiten, ne? Wir kommen einfach keinen Schritt voran. Hallo Amadou und Cecilia, es sind doch 2 Lichter. Das heißt, wir haben nur 2. Das heißt, wir haben nur 2, genauso wie letztes Mal. Ist immer noch gleich. Wir haben 2 Lichter. Ach, stimmt. Okay, krass, da habe ich gar nicht dran gedacht. Die haben jetzt zwar ein Licht mehr, aber das Perfect Match saß scheinbar vorher noch nie nebeneinander. Also das, was sie beim letzten Mal gefunden haben, Amadou und Cecilia. Und deswegen haben die trotzdem noch nur 2 Lichter an. Können wir kurz reden? Was ist los? Ey, ich meinte das niemals so. Ja, dass du okay. Eine schlechte Person oder eine schlechte Frau oder keine Ahnung was bist für ihn. Und ich schwöre, ich finde es schön, dass ihr euch so gut versteht. Ich wollte in diesem Moment nicht schießen, sondern das waren, sag ich mal, kleine Neckereien. Das war unbedacht einfach von mir. Also ich muss sagen, ihr kann man es eigentlich nicht übel nehmen, ja? Franzi kann ja eigentlich gar nichts böse meinen, so. Wisst ihr, wie ich meine? Entschuldigen zeigt Stärke in meinen Augen. Und das finde ich auch okay. Und ich find das auch gut, dass wir das jetzt geklärt haben. Komm her. So okay. Muss das sein. Ist alles okay. Aber der Blick war irgendwie ein bisschen komisch von Selina. Ich nehme das so wahr, dass die Gina ganz genau weiß, was sie tut und man sie ihre Strippen zieht. Ich sehe die Frau nie wieder in meinem ganzen Leben. Bei der Reunion. Ja, bei der Reunion. Da soll sie sich trauen, gegen mich zu schießen. Oh, stimmt. Das gibt's ja auch noch. Die Wiedersehensshow. Das wird auch geil. Ja, du hast gesagt, du könntest ein Perfect Match mit Fabian. Ja, und wieso, was ist daran egoistisch? Ja, weil er dumm ist. Was ist denn dumm, wenn ich der Meinung bin, dass ich jemanden hier intensiver kennengelernt habe und der Meinung bin, wir könnten ein Perfect Match sein? Was ja, ist denn damit nicht, egoistisch? Der ist klein und du willst niemals einen Kleinen nehmen. Hä, aber das hat doch damit nichts zu tun. Es geht um die Experten, was die sagen. Ich mache das, worum es hier bei Are You The One geht. Gina, warum sagst du mir nicht einfach jetzt? Findest du den Fabio interessant oder nicht? Könnte es ein Match sein oder könnte es nicht ein Match sein? Dieser Untertitel kann ohne die Antwort heute nicht schlafen. Ich glaub's auch. Alles, was muss ich dir alles von allem erzählen, welchen Schritt ich in der Villa gehe? Wenn du zu mir sagst, er ist niemals ein Perfect Match, kannst du nicht vor. Das war am ersten Tag. Die sind mir noch ein bisschen zu klein. Oh mein Gott. Also jetzt, jetzt finde ich es halt noch lächerlicher. Am ersten Tag, Bro. Das war die Szene, die man gerade gesehen hat. Wie lange waren die da drin? 10 Minuten. Ich will einen großen, großen, großen Mann. Tür, Alter, leck mich doch. Ich muss mir immer dasselbe von ihm anhören, aber es ist doch irgendwann gut. Ich bin der Meinung, dass die Gina sich irgendwie verstellt. Hm. Weil ich bin ja hier fake. Ich bin. Oh, da sind wir halt wieder bei diesem Real- und Fake-Ding. Wer ist real, wer ist fake? Alles nur für Sendezeit. Es ist halt immer das Gleiche, was man hört. Auch egal in welchem Format, ne? Scheiße, wir sind alle hier, um bekannt zu werden. Sei real. Zeig dich, wie du bist. Das war auch geil, der Untertitel. Nimmt Reality-TV wörtlich. Mhm. Hättest du dir denn auch draußen was Ernstes vorstellen können, so? Ja, definitiv. Ja, aber warum konntest du das mit mir vorstellen? Ich verstehe das gar nicht so. Ich fand es schon halt, dass du ein großes Herz hast. Ja, und deswegen, glaube ich, habe ich ihn auch noch nicht ganz so abgeschrieben. Ja, also letztes Mal, guckt euch die Folge an. Ich glaube, ich habe auch den Ausschnitt. Wenn er noch nicht online ist, kommt er auf jeden Fall noch als Short. Da habe ich eigentlich schon genügend dazu gesagt. Also Calvin hat es auch gut getroffen beim letzten Mal. Es ist einfach naiv. Ich kann es nicht nachvollziehen. Also im einen Moment meinte sie irgendwie zu ihm, ja, dann wird es nichts mehr und so, dann doch wieder und
dann meinte sie irgendwie, wenn sie sich richtig ins Zeug legen würde, er unterschätzt sie und so, dann würde sie ihn auch irgendwie überzeugen oder so. Ich weiß auch nicht, also ich glaube nicht, dass die beiden füreinander gemacht sind, so. Ich weiß nicht, wie seht ihr da das Potenzial? Ja, und wie willst du jetzt hier weitermachen? Willst du mich jetzt weiterhin noch kennenlernen oder willst du erst mal sagen, so nein, muss jetzt nicht mehr sein? Doch, klar, können wir machen. Ein Problem gibt es. Was kommt jetzt? Ich finde auch trotzdem die Selina geil irgendwie. Das ist halt das Ding. Ich meine, ich finde das nicht schlimm von Calvin, ne? Aber das zeigt halt irgendwie... Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass die beiden jetzt hier die krasse Beziehung danach führen. Ja, ist auch nur meine Einschätzung, wenn es am Ende so ist, ist ja nice so, wisst ihr, aber es ist halt meine persönliche Einschätzung einfach. Micha und Anna im Boom Boom Room. Hier oben ist natürlich die erste Sahne. Richtig romantisch auch und ja, das war irgendwie voll unreal so. Ich glaube, er hat einfach wieder Unterleibsschmerzen. Ich glaube, Sophia ist gerade sehr stolz. So, Micha, noch irgendwas hinzuzufügen? Das liebt sie ja dann auch, wenn sie eine deftige Po-Massage bekommt. Also hintere Oberschenkel bis rein in den Po selbst. Und jetzt nicht in den Po rein, aber halt, ne? Du weißt, was ich meine. Micha ist einfach der Geiste. Also so von seiner Ausdrucksweise, wie er sich artikulieren kann, auf jeden Fall immer top on point. Ich habe ein bisschen was übersprungen, was jetzt nicht ganz so wichtig war. Und wir kommen zu der nächsten Challenge, und zwar Schnupperkurs. Ich bin mal gespannt, was die da machen müssen. Ich guck mal, wie viel ich davon im Video lasse, ne, auch von den Dates dann später. Wird aber natürlich wichtig, die Matchbox, die die jetzt dann später bekommen. Vielleicht haben die ja dann auch nochmal Glück und haben vielleicht ein Licht mal mehr an. Oh, Entschuldigung, man hat gar keine Orientierung. Alter, da waren ganze Hühnerhaufen um sich herum. Ich habe mir gerade eben noch frisch Parfüm drauf gesprüht, bevor ich wusste, dass es zur Challenge geht. Vielleicht hilft das. Das ist natürlich ein guter Trick. Also, falls ich übrigens gerade rausgeschnitten habe und ihr euch jetzt so fragt, was machen die da eigentlich? Die Mädels müssen jetzt halt so ihren Partner da drin erschnüffeln, mit dem die auf ein Date gehen wollen, ist natürlich nicht ganz so leicht. Das ist halt die Challenge da dran. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Ich hatte die ganze Zeit Angst, dass ich irgendwo gegenlaufe. Ich hoffe zumindest, dass ich stinke. Also meine Nase ist gemacht, seitdem kann ich alles 10-mal besser riechen als vorher. Sehr gut, Ricarda ist schon am Knoten lösen. So, ja. Aber so ist auf jeden Fall schon mal richtig. Und Ricarda weiß ich jetzt nicht, bei wem ist sie? Bei Pharrell. Ja, auch richtig, okay. Gina, die weiß noch nicht so ganz, wo die hin muss. Aber sie sieht ja eigentlich bis jetzt nicht so schlecht aus. Gina, die fährt hier ganz verloren. Am Anfang wusste ich, wo ich muss. Und dann irgendwann war ich so verwirrt. Und hab irgendwann die Männer gleich riecht die einfach an Sophia. Ja gut, okay, die müssen den Basser halt noch finden. Hab ich den Basser dran gehabt? Nee. So, das schnellste Paar. Okay, wer hat gewonnen? Komm direkt zu mir. Hauptsache wieder. Boah, das ist nicht schlecht. Also die müssen später unbedingt, würde ich sagen, wobei wir wissen jetzt noch nicht, wer noch kommt, aber die beiden in der Matchbox könnte ihnen auf jeden Fall schon mal helfen. Zweitschnellste Paar, Micha und Anna. Die beiden wären natürlich auch interessant. Doch, wobei, die müssen eigentlich die nehmen, würde ich sagen. Oh, es ist schwierig. Die müssen es irgendwie, müssen die es bei beiden herausfinden. Geht jetzt halt nicht. Ich glaube, dann würde ich aber tatsächlich doch eher Anna und Micha nehmen. Auch wenn man es nicht auf ein Date geschafft hat, kann man natürlich die Zeit auch ein bisschen nutzen, um mal abzuchecken, ob man eventuell vielleicht doch nicht zusammenpassen könnte. Und das machen Gina und Felix hier. Stimmt, die viel Aufmerksamkeit. Will die voll, die braucht halt richtig. Ich brauche ja recht, auf Fuß Geld. Du auch? Ja. Boah, ehrlich? Ich kann schwere Aufmerksamkeit geben. Echt? Ich bin eigentlich so ein gelassener Typ, so. Ich will so easy peasy, weißt du? Okay. Schwierig. Ich bin nur jemand, ich könnte noch niemals jeden Tag aufeinander hocken. Mhm. Absolut Horrorvorstellung für mich. What the fuck are we talking for? Der Blick. Und wie will man zusammenleben? Wenn man zusammenzieht, wie soll das funktionieren? Ja, möchte ich jetzt hier erstmal nicht. Generell nicht? Weil doch schon, aber jetzt auf jeden Fall nicht. Das wird für mich erst eine Frage kommen nach so 3-4 Jahren Beziehung. Okay, echt? In dem jetzigen Stand, ja.
Also irgendwie zweifle ich jetzt ein bisschen dran, dass die ein Perfect Match sind. Felix hat irgendwie generell nicht mehr so überzeugt gewirkt, finde ich. Sondern eher immer so ein bisschen, ja doch schon abgeneigter von Gina. Ne? Also so kam es zumindest bei mir rüber. Wenn man 3 Jahre zusammen gewohnt hat, so, ja, ne? Ja. Zusammengelebt hat, man checkt, okay, es passt, es harmoniert, wir streiten nicht, es läuft alles super. Mhm. Dann will ich einen Heiratsantrag. Hätte ich gar keinen Bock drauf. Also das ist Worst Case. Worst Case, sagt er sogar. Okay, nee, die beiden sind kein Match. Also bitte, bitte setzt euch nicht mehr nebeneinander in der Matching Night. Aber jetzt echt eine gute Frage. Wer passt zu Gina und wer passt zu Felix? Wundert mich immer wieder, wie kalt es da sein muss manchmal. Zumindest am Abend. Aber besteht deinerseits auch Interesse, sie auch noch weiter kennenzulernen, selbst nach der Show? Zu ihr meinte er, glaube ich, ja. Du, das weiß ich nicht. Mit der Franzi kann ich über alles reden. Aber bei Celina ist es so, dass halt so ihr Körper mich auch anzieht und so. Ich finde die auch geil, weiß ich. Oh mein Gott, ey. Ich will nicht wissen, was Sophia da wieder auspackt bei der Next Matching Night, ne? So, jetzt will ich von deiner Seite hören. Was war gerade los hier? Also sie meinte, dass die dich als Menschen, so als Bro, richtig gut findet. Es könnte vom Perfect Match ja passen, aber ich auf diese Liebe. Oh, ich weiß nicht. Also er bleibt ja gerade ruhig, aber ich glaube, Pharrell, der könnte sich da schon mehr vorstellen. Also zumindest vorhin bei dem Date, was ich jetzt nicht gezeigt habe hier in der Folge, hier in der Reaction-Folge, ne? Aber da meinte er auch noch so mäßig, egal was es für ein Date ist und so, Hauptsache er ist mit ihr. Ja, ihr merkt, welcher Talk das so war. Stellt euch einfach mal vor, Maurice würde das einfach nur so sagen, damit er nicht mehr weiter irgendwas bei ihr probiert, so, obwohl sie es nie gesagt hat. Wäre irgendwie lustig. Also für ihn, für Pharrell jetzt nicht, aber für uns. Bis eben, ne? Heute auf dem Date habe ich gesagt, weißt du was, ich küsse jetzt einfach. Und dann hast du zugelassen? Ja, hättest du auch mich ablehnen können, weißt du, was ich meine? Oder hat die ganze... Das wird ihm jetzt nicht gefallen. Hat was geredet, ne? Hat die gesagt? Ja, die will nichts von dir, Bruder. Verstehst du, was ich meine? Ich kann von dir doch nicht vorstellen, Bruder. Ich hab so gemacht, Bruder, ne? So. Sie redet bei mir so, bei einem anderen redet sie so. Lass sie jetzt mal hochnehmen und lass sie mal dazu holen. Bruder, komm. Mach. Soll ich machen? Oh. Hol ich mal hin, bitte. Das wird jetzt lustig. Ja, schöne Frau. So schnell sieht man dich hier wieder, ne? Ja. Ja, hör mal, was ist denn da passiert? Boah, jetzt kommt's. Wieso? Ja, du weißt doch, wie wir beide gerade gesprochen haben. Ich habe jetzt gerade mal mit ihm gesprochen. Ja. Ne? Und jetzt sind wieder zwei verschiedene Gegensätze. Was kommt denn jetzt wieder? Nee, du meintest doch gerade zu mir, du kannst mir mit ihm nichts vorstellen. Ja, sorry, dass ich mich zu dir hingezogen fühle. Ja, schon. Nee, aber du fühlst dich zu mir hingezogen, aber leckst dann mit dem rum. Und dann weißt du schon, der Moment wäre auch da gewesen zu küssen. Haben wir uns geküsst? Nein, haben wir nicht. Der wäre da, richtig, haben wir nicht. Nein, haben wir nicht. Genau, aber wir nicht. Aber du fühlst dich zu mir mehr hingezogen, aber nicht mit dem rum. Ich lache nicht. Weißt du, ich finde das nur gerade so viel zum Thema Ehrlichkeit. Hä? Was ist denn daran frech? Das ist doch auch charakterschwach. Weil damit spielst du ja mit seinen Gefühlen. Aber wieso, der hat doch keine Gefühle, was heißt hat er Gefühle, gesagt. Bruder, halt's Maul, du hast recht. Halt die das Ding ist, ich mag sie von hier drin, ne? Ich habe gesagt, ich weiß nicht, wie es draußen ausschaut. Für mich ist das vorbei. Sie kann mich schlecken. Aber für das Team muss ich trotzdem mit ihr mal spielen, um herauszufinden, ob ich mit... Das war ihm eine Lüge zu viel. Also heute muss ich echt sagen, die Untertitel hier wirklich 10 von 10. Ja. Also die Vorschau für nächstes Mal ist auf jeden Fall schon sehr wild. Schade, dass wir nicht mehr erfahren haben, wer hier in die Matchbox geht. Eine Woche müssen wir warten, Freunde. Ihr müsst natürlich keine Woche warten, bis das nächste Video hier online kommt. Morgen geht's weiter, Sommerhaus der Stars, Folge Nummer 6 müsste das sein, genau. Und ansonsten gibt's natürlich auch noch andere Videos, die hier online kommen. Checkt die gerne ab, das war's für heute, Freunde. Lasst auf jeden Fall gerne noch ein Like und ein Abo da, würde mich freuen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Bis dahin, Freunde. Ciao.